Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4. Die Wahrheit. Alan. Shh. Baby. Das war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Das letzte Mal. Was ist das letzte Mal passiert, das haben wir gerade gesehen. Dementsprechend ist mein Satz wieder mal vollkommen hinfällig. Toll, kann ich irgendwie wieder gehen. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Ich würde mich hier erst gerne noch mal einen Moment umgucken. Wir haben schon wieder eine Schreibmaschine, das ist schon wieder kein gutes Omen. Vor allem so ein Riesenstoßblätter. Wenn das mal gut geht. Okay, der hat mir dann echt irgendwas verabreicht. Ja gut, ich wollte mal irgendwas gucken. Und zwar, die Manuskripte haben wir nämlich immer noch nicht gelesen. Und dementsprechend werden wir das jetzt machen. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snufffilms. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. So. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hatte es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Okay. Willst du also heißen, die Glocken wieder. Hey ho! Ja, okay. Scheiß drauf. Gleich weg. Hoffe ich. Es ist erst 10 Uhr. 9 Uhr. Whatever. Ja, so, ist vorbei. Party. Nein, also es ist... Ich nehme mal an, dieser letzte Satz, ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby, süß, ich bin zu Hause. Ich nehme an, dass er da schon tot war und dementsprechend seine Frau und sein Kind auch tot waren. Oder aber,
dass er sich einbildet, noch ein letztes Mal nach Hause zu kommen, bevor er stirbt. Egal. Ist dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Das ist ziemlich häufig menschlich. In einem Egal. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Das letzte Mal, wa? Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Das finde ich wieder mal interessant. Ich schreibe selbst gerne zwischendurch mal. Und da fällt mir sowas immer ganz gerne mal auf. Hier, Rusty hustete weiter Blut. Kurzer Satz. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Kurzer Satz. Der Angriff war brutal gewesen. Kurzer Satz. Max jaulte in seinem Käfig. Kurzer Satz. Fieber und Entsetzen weiterten Rustys. Kurze, schnelle Sätze zum Erhöhen der Spannung. Interessant. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Ach Gott. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Alter, wie weit geht denn das noch? Ziemlich weit.
Wir machen mal so ein bisschen Auswahl, weil so ein paar davon kenne ich noch nicht. Die werden wir jetzt mal lesen. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Weil er Hartman mit seiner Frau verbindet. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten, zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Die Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Da fehlt eine Seite, die ich hätte finden können. Ja, und an die Seiten hier komme ich nur nicht ran, weil die sind nur in Albtraum verfügbar. Was haben wir hier noch? Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Ja, okay. Wir wollen jetzt aber auch weitermachen, sonst wird das zu langweilig. Wir machen dann am Beginn der nächsten Session vielleicht nochmal so einen Moment Lesestunde. Wir werden sehen. Wake. Creator's Dilemma. Ach ja, das Buch, das er geschrieben hat, richtig. Emerson. Haben wir hier noch? Dizzle und Lane. Die meisten von ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammen... Haut auf! Entschuldigung. Hier ich mag lang, ihn Alan. Nicht. Anderson. Wenn hier Zane kommt, sind wir irgendwie genutzt. Aber würde mich mal interessieren, der auch hier war. Naja. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um sie herum alles durchdreht, auch ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben?
Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Wer es glaubt. Aber das war halt genau das, was ich mir schon mal gedacht hatte. Spielt sich das wirklich ab oder spielt sich das nur in seinem Kopf ab? Schwierig zu sagen. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen. Und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Warum hat ein See überhaupt Wellen? So wie es aussieht, sieht ein Sturm aus. Naja. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang. Das ist kein normaler Sturm.